Also bei dem Adler brauchst du nur eins. Und zwar ist das ein längeres Schwert, was oben eine kleine Delle drinne hat und unten wie so eine Delle drinne hat. Okay, also es ist ein längeres Schwert auf alle Fälle. Das hat oben also eine kleine nicht grade, Delle, sondern so es hat so ein Pfeil drin. Okay. Ja, es ist so ein bisschen geschwungen, ja. Und nach oben ist es so ein bisschen linksspitz, so ein bisschen, ja, was halt ein Schwert ist. Also wie gesagt, oben ist so eine Delle drin und unten ist wie so eine Muster-Dings, keine Ahnung. Ich probiere das einfach mal. Ja, 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 warte. Das hat der Adler. Das hat der Adler an der rechten Hand. Aber er leuchtet nicht rot. Ja, ich habe die Trigger, die ist innerlich. Ja, aber ich weiß ja nicht, vorhin hat es auch nicht geleuchtet. Warte mal, lass mich Spaß haben, einfach ein anderes Schwert noch holen. Probier mal ein anderes Schwert. Was ich jetzt auch noch denke, was es sein könnte, oder ich guck nochmal. Es ist ein Schwert, kein Säbel oder so. Ich würde es als Schwert betiteln. Es ist schon ziemlich, ja, es ist nicht gebogen, also es ist nicht, ja, wie ist bei dir ein Säbel? Das ist doch geschwungen. Ein Säbel ist in eine Richtung von beiden geschwungen. Naja, das hat schon eine kleine Delle drin, aber ich würde es als Schwert sagen. Das ist für mich kein Säbel. Das sieht aus wie ein Schwert, was Kunst ist. Das hat oben links, also es ist jeweils immer links, ne, wenn du drauf guckst. Links wie so eine kleine, als ob es abgenutzt ist, so eine kleine Delle drin. Oben und links. Unten, nah am Griff hat das quasi wie so eine kleine Delle drin. Okay, Dellen. Okay, dann habe ich wahrscheinlich doch was. Ja, so, okay. so eine. Ich meine, noch haben wir ja keine Zeit. So eine Aussparung. Ja, ja. Okay, also wir haben eins, das ist wirklich ein Langschwert, was einfach nur lang ist. Okay, wir haben auch zwei unterschiedliche Keulen. Wir haben eine mit großen Spitzen und eine mit kleinen Spitzen. Das Langschwert, was lang ist und nichts weiter hat, das kannst du schon mal beim Affen hintun in die rechte Hand. Das sollte beim Affen passen. Lass mich erstmal das. Ich hänge noch an dem Schwert. Alter, ich habe jetzt was mit einer Delle gefunden gerade. Du hast gesagt rechte Hand. Oben und in die rechte Hand. Ja, das ist richtig. Ja, es leuchtet. Ach du Scheiße, ich hätte das als Säbel erkannt. Echt jetzt? Ich würde es nicht als Säbel erkennen. Ach du Scheiße. Ja, ja, okay, aber. Ja. Ach du Scheiße. Weiß. Ja, okay, nee, es wird eher ein Schwert, aber. Oh. Okay. Kann auch ein Säbel sein. Nevermind. Wie gesagt. Es leuchtet auf jeden Fall rot. So, das Langschwert kommt beim. Vielleicht hilft es beschreiben, ob es größer als der Kopf oder nicht. Boah, das ist aber auch schwierig. Ah, das kann ich aber auch von seiner Sicht nicht ausschätzen. Also jetzt auf alle Fälle beim Affen, ne? Hat der Affe nee, also nicht beim Affen, beim Bär, sorry, Bär, ja, beim Bär, wo wir vorhin in Berlin und so, keine Ahnung. Okay. Berlin hat jetzt neuerdings einen Affen. ist ein langes Schwert ohne irgendwas, ist definitiv ein Schwert, kein Säbel, es ist wirklich gerade und lang. Das ist eine Beschreibung, wie ich arbeiten kann. Gerade und lang, wie mein, okay. Warte. In der rechten Hand. In der rechten Hand. Das ist nicht besser. Warte, das war jetzt rechts. Das ist in der rechten Hand, ja. Das ist der Bär. Ja, linke Hand. So. Aber der hat auch noch ein Schild. Ein rundes Schild mit den Zacken drin. Oben, unten, links, rechts. Warte. In der linken Hand. Boah, das wird sowas von nichts werden gleich. Ich meine. Ja, warte mal, wir haben jetzt schon zwei. Und ja! Ist noch nichts? Ja, sehr gut. So, jetzt ist noch nichts losgegangen. Das heißt, ich kann jetzt noch den Tower. Hab ich den Schalter umgelegt, Chat? Ich hab den Schalter umgelegt, ne? Warte, lass mich auch mal bei meinem Schalter nochmal gucken. Ich muss nochmal gucken. Ich bin jetzt verunsichert, ob ich den Schalter umgelegt habe. Haben wir nicht gesagt, das wird bestimmt nur eine Stunde gehen jetzt? Naja, gut. War mal ja auch geschafft mit einmal Spiel. Ja, Schalter ist oben. Ich hab nochmal drauf gedrückt. Ah, das mit den Schaltern ist echt mies gemacht, muss ich sagen. Das ist nicht so. Ja, vor allem, dass du keine Vorwarnung kriegst oder so. Ja, das musst du halt, du musst halt einmal auf die Fresse fallen. Das ist, also, oder es war im ersten Teil auch schon so und wir haben es nicht gecheckt damals. Kann auch so sein. Also, jetzt schon nochmal vorab, bevor du gleich reingehst. Ja. Wir haben eine Axt, die ist nach rechts und links, die ist aber ein bisschen dicker. Dann haben wir eine Axt. Dicker. Die ist nach rechts und links, die ist auf der einen Seite oben drüber, also über diesen Mittelpfosten. Ich kann mir das jetzt nicht merken, du brauchst mir das nicht erklären. Ja, wir haben nur drei davon, deswegen. Okay. Eine Axt, die ist halt. Rechts und links unterschiedlich und die größte Seite ist oben drüber. Und wir haben eine Axt, die ist. Wenn die überhaupt gleich vorkommt, aber bestimmt. Und wir haben eine Axt. Wir haben jetzt auch halt Zeit. Ich springe jetzt gleich zum nächsten. Vielleicht ist es nicht so viel. Komm, wir machen das jetzt. Ja, okay, mach. Let's go.
So. Oh, das Wieselchen, ne, mit dem Schwert. Ja. Hat eine Axt. Die sind links und rechts gleich. Die geht quasi so wie so, wie so ein Horn. Dreht sich das Ding bei dir weiter? Läuft das Ding? Ich hab's angehalten. Hä? Hier ist ein Steuerrad. Mit dem Rad kannst, ja, du das kannst war das Steuerrad. Wenn du das Rad festhältst, kannst du es anhalten. Okay, jetzt beschreib es mal ganz in Ruhe. Mann! Schön! Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was dieses Steuerrad ist. Cool! Naja. Also wir haben ein Wieselchen, ne? Ja. Mit einem Schwert. Ja, ja, ganz das hat als Axt quasi so ein. Also das musst du dir vorstellen, wenn du die Axt siehst, ist es links und rechts dasselbe. Und zwar wie so Hörner, die nach unten gehen. Exakt. Die auch so Zacken haben. Okay, ist die Axt mehr oder weniger flach und nur die Ecken angespitzt oder ist die komplett ein bisschen gewölbt? Die ist ein bisschen gewölbt. Okay, also die ist auch so massiv und fett und wie auch immer. Keine Ahnung, wie es beschreibt. Es gibt zwei Äxte, die sind rechts und links gespiegelt quasi. Nur die eine ist halt voluminöser und die andere ist halt ziemlich flach. Ja, die kann halt, ich weiß nicht, ob sie voluminös ist. Hat sie, das sieht aus wie so Hörner, die nach unten gehen, ne? Das ist wie so ein, okay. Du musst dir vorstellen, ich wie so ein S halt, so nach unten. Ein S, okay, okay, ich guck gleich mal. Mit Zacken, also oben sind Zacken, anders, also in der Mitte sind Zacken und unten halt so ein bisschen. Ja. Die haben überall so Zacken dran. Ich guck gleich mal. Hat sie in der anderen Hand noch was? Ja, ein Schwert, ein längliches, was unten spitz ist, oben gerade und oben links und rechts ist eine Delle drin. Okay, ein großes Schwert oder ein kleineres Schwert? Ein größeres Schwert, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, ich probiere. Schwert, du meinst Schild, meinst du, nicht Schwert. Ach, Schild, das spitz zulaufende. Schild. Sorry, Schild habe ich. Ich meine, ich habe gerade Schwert. Ja, sorry. Spitz zulaufendes Schild. Ein spitz zulaufendes Schild, was oben ab eine gerade Fläche hat und links, rechts, oben ist eine Delle drin. Alter, das spielt. Okay, so, warte, ich hol das Schild erstmal, weil das klingt einfach. Kriegst du ja. Kannst ja so Janka in deinem Kopf kochen. Du brauchst ein Bier. Ich merke schon. Dann läuft's aber noch besser. Kannst du das eigentlich auch wieder zurückziehen? Das wäre aber interessant. Ich glaube nicht. Welches Tier hatte das? Das Wieselchen mit dem Schwert. In der linken Hand. In der linken Hand das Schild, in der rechten Hand die Axt. Warte, so. Ja, alles kann. Oh, brauchst du nicht. Du kannst es wirklich wieder zurückziehen! Schön, dass wir das jetzt rausfinden. Toll. Naja, gut, jetzt haben wir das auch mal geklärt. Das Spiel ist eigentlich gar nicht schwer. Nee, wenn du es weißt, wie es geht nicht. Ich meine, gut, das Rad macht ja auch laut genug Geräusche eigentlich, dass man, ja. Ja, das habe ich nicht gecheckt. Aber ich habe es das erste Mal jetzt auch vorhin, oder das zweite Mal oder so nicht gecheckt. Okay. So. Warte, ich muss die Axt holen, die links und rechts gleich aussieht. Geil. Oben, Mitte, unten Zacken oder so hast du gesagt, ne? Oh, ich probiere die einfach. Und wenn's nicht was, wo bist du jetzt? Ja, die Axt oder was? Ja, mach einfach. Du kannst, wir haben noch Zeit, wenn du das wieder zurücksetzen kannst. Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich geb dir jetzt mal dem und dann probiere ich die andere Axt. Ja, mach doch erstmal das Schild mit dran. Hast du das schon? Das Schild ist schon dran. Hui. Ist es wieder ganz vorne oder kannst du es immer nicht ganz in sowas beschreiben? Nee, das ist wieder ganz hinten tatsächlich, ja. Ist alles gut. Ja, nee, das Problem ist ja nicht, dass du es vielleicht nicht beschreiben kannst, sondern dass die so ähnlich aussehen. Ja, das ist wirklich. Also das war aber vorhin doch nicht so extrem, verstehe ich nicht. Oder wir hatten einfach echt Glück. Entweder war es, möglicherweise war es echt Glück einfach. Ja. Er leuchtet immer noch nicht. Vielleicht habe ich auch das falsche Schild genommen gerade. Vielleicht unterscheiden sich doch. Ne? Ja, es gibt ja nur zwei Spitzzulaufende. Das heißt, es muss dann das andere sein. Genau, das Schild ist oben quasi gerade, unten spitz. Und hat oben links und rechts so Dellen drin. Also so Einkerbung. Ich lege mir die jetzt gleich quasi direkt zusammen. So, Spelly, moin Leute, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit. Spelly, willkommen im Stream. Ja, ich hoffe, du auch. Willkommen. Es gibt definitiv zwei unterschiedliche Schilder. Und zwar, das eine hat in der Mitte einen Punkt und das andere hat fünf weitere Punkte drumherum. Dann ist es das mit den fünf weiteren Punkten. Jo, genau. So, was hat der letzte Dude? Die Augen leuchten. Ah ja, ziehst du es wieder zurück? Ja, ey, was schön, weil jetzt ist es, glaube ich, schneller. Die Wand ist, glaube ich, schneller jetzt. Also, das mit dem hier, dieser Hirsch mit den Pfeilen, hat in der linken Hand, das hatten wir vorhin auch schon, ein ganz langes Schwert mit unten gezackt und oben gezackt.
Ein richtig langes Schwert. Ein Langschwert, was unten so Zacken raus hat und oben so Zacken raus. Und in der rechten Hand ist wieder diese Zylinderkeule. Eine dicke oder eine dünne Keule? Ist das, ich sagen, ist der Kopf wesentlich größer als der oder nicht? Also der eine Kopf war quasi doppelt so groß wie der Griff. Nee, dann ist es dünner. Okay. Dünner. Dann probiere ich erst die Keule schnell. Natürlich bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Oh, jetzt sind noch die falschen Lords drin. Spenny, dankeschön für 36 Monate. Alter, 3 Jahre. Dankeschön, dankeschön. Viel Spaß mit den Emotes und beim Werbefreiem Zusehen. Und ja, jetzt auch mit dem animierten Emotes. Also zum Beispiel Pandor3. Hi. Hallo. Ja, gib mir die Keule. So. Meine Güte. In der rechten Hand? Die Keule, in der linken Hand das Schwert. Oder Pando 3 Dance. Gezackt, warte, gezacktes Schwert größer, oben Kerbe, unten Kerbe, nee. Genau, unten 2. Oben eine Kerbe und unten 2, also oben, na, nicht eine Kerbe, sondern was rausgeht. So eine Zacke, so okay, 2 Zacken links, rechts und unten 2 links, rechts. Oh. Nice, nice. Also. Mann. So, ich bin mir nicht sicher, was ich eben noch, da war aber schon Zeitdruck. Und zwar, sobald das Ding losging, hatten wir ja dieses komische Lachen oder sonst irgendwas, oder ich zumindest. Ja. Und da war auch das schwarze Vieh wieder da. Und das ging ja erst weg, wenn ich das angeguckt habe. Ich frage mich gerade, ob dieses schwarze Vieh, wenn du es anguckst, auch eine LED ist. Nee, ich weiß, was das ist. Also, nee, kann ja, aber auch nicht. Ja, sein. Du weißt, was es ist, aber die Vermutung. Nee, ich hatte eben die Vermutung, dass die schwarzen Viecher immer da sind, wo die Schalter sind, weil die waren bisher immer bei mir da, wo die Schalter sind, dass das quasi so ein Hinweis ist, aber kann nicht sein, weil vorhin bei dem Labyrinth war das schwarze Vieh oben an der Decke. Kann nicht sein. Ja gut, das muss ja aber nicht vielleicht genau auf der Position sein, sondern vielleicht einfach eine Markierung, hey, in diesem Level ist ein Schalter. Das kann vielleicht sein. Weiß ich nicht. So, ich gehe mal in das nächste, okay? So, ich gehe jetzt auch mal in den nächsten Raum. Ah, jetzt kommt das mit den Fenstern und so. Alles klar. Ah. Ich habe hier auf alle Fälle wieder einen Schalter. Oh. Und auch einen roten Schalter. Ah ja, genau, das war das, was ich vorhin meinte. Der rote konnte ich dann am Ende irgendwie nicht drücken. Den kann ich auch jetzt nicht drücken, den roten. Okay. Das ist komisch, weil ich vermute mal, ging die Tür neben dem roten Schalter schon mal auf bei dir? Die ging dann am Schluss auf. Okay. Ging die Tür bei dir hier in dem Raum auf? Weil die habe ich gerade aufgekriegt. Was ist denn da drin? Ein Buch auf jeden Fall. Ich habe aber gerade noch nicht. Ich wollte erstmal noch nicht reingehen. Oh, wenn da ein Buch drin ist, ja, dann kann da ein Schalter drin sein. Auch. Weil ich hatte immer, wenn ein Buch drin war, ein Schalter drin. Warte, ich guck mal. Ich gehe ins Bett. Euch noch einen schönen Abend und gutes Gelingen. Guten Wunderfeucht, Knebelter. Gute Nacht, schlaf schön. Und bis bald mal wieder. Hau rein. Ja, Schalter. Okay. Schalter. Ich mache eine Strichliste, ne? Ich habe auch einen Schalter gehabt, gell? Verf. 1, 2, 3, 4, 5. Jo. What have I done? Oh, okay. Was denn? Ich habe ein Buch gefunden, da steht Fett mit Blut oder so, what have I done, geschrieben. Okay, das habe ich vorhin tatsächlich nicht gefunden. Entweder ging die Tür da nicht auf irgendwie, keine Ahnung. Die ging nicht von alleine, ich habe draufgeklickt. Ah, dann habe ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber ich habe hier auch Türen, die verschlossen sind. Vielleicht öffnen die sich dann nachher noch, keine Ahnung. Gut, jetzt kommt dieses Fensterscheibenrätsel. Du hast links an der Seite welche und rechts an der Seite welche, ne? Und jo. Ich muss dir quasi sagen, welche du... ziemlich in der Mitte geht's nochmal hoch. Ah, ich. Und das sind quasi diese leeren Fensterrahmen mit Feuer. Und da musst du jetzt quasi die Teile aus den anderen rausnehmen und da reinsetzen. Ja, gell? Ja. So. Soll ich mit dem linken anfangen? Fang links oben an. Wen siehst du? Wir haben als erstes einen König, der nach rechts schaut. Du musst wirklich achten, wo die hingucken. Mit den Augen oder mit dem Gesicht?
mit dem Gesicht. Die Augen sind, glaube ich, egal. Okay. Mit dem Gesicht nach rechts. Warte. Das ist quasi das erste Teil. Stell dir vor, jetzt hätte jemand eine Rechts-Links-Schwäche. Oh, man kann es auch anklicken, dann hat man es groß. Cool. Okay, den König dann nach rechts guckt, habe ich. Warte. Und jetzt, als es drunter kommt, kommt eine Frau mit langen roten Haaren. Die liegt quasi auf der rechten, also nach rechts gezeigt, liegt die mit einem Dolch. Jo. Oder mit einem Schwert. Nee, mit einem Schwert. Sorry, mit einem Schwert. Achso, Schwert und Dolch gibt einen Unterschied. Jo. Ja, mit einem Schwert und blutet. Jo. Also eine Frau mit langen roten Haaren. Jo. Hast du? Warte, lass doch nicht. Das ist, ich würde sagen, es ist ein Schwert. Jo, ja. Und ein Zopf. Jo. Ja, Dolch ist wesentlich kleiner als das Ding. Ja, dann ist es ein Schwert. Okay. Und unten drunter? Und unten drunter, boah, da hast du in der Mitte einen Springbrunnen und links zwei Blumen und rechts zwei Blumen und ja, das sollte eigentlich schon reichen. Die Blumen sind weiß mit rot? Nee, ja, das ist so hell mit vier rote Blümchen jeweils rot, am Busch? Genau, 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 genau. Und in der Mitte ein Springbrunnen, gell? Jo. Ich glaube, da gibt's das nur einmal mit Springbrunnen. Ich hoffe. Ja. So, mittleres Bild oben. Da hast du diesen Typ wieder mit dem Bärenhelm, der nach rechts schaut. Mit kurzem Bart. Also mit kürzerem Bart. Es gibt auch, glaube ich, den immer mit längerem Bart. Der hat eine Krone auf, die dreieckig nach oben zu einer Spitze läuft oder so, oder? Meines Wissens nach hat er keine Krone auf. Das ist oder, ein Helm. Oder ein Helm. Also über dem Kopf ist ein Helm drüber oder sowas. Ja, das sind irgendwie so, ja, irgendwas ist da drauf, aber ich weiß nicht. Er guckt nach rechts. Der hat auf alle Fälle oben einen Bärenkopf, ne? Ja, oben. Ja, okay. Nee, alles ja, nimm gut. Den einfach mal, es passiert ja nichts, wenn es falsch ist. Dann tauschen wir das dann wieder aus. So. Drunter? Hast du? Da liegt eine Frau, auch wieder nach rechts gelegt, also liegt wieder so rechts Farbe? Hoch. Farbe, rot ja. Oder die blond? Hat eine Rüstung an und hat diese Flügelohren. Ah. Bei der stecken drei Pfeile drin. Okay, und in der Hand hat sie einen Bogen. Ein Bogen, ja. Na, nicht da. Na. Unten drunter? Bäume. Bäume, also hinten quasi 2, 4, 6, 8 Bäume. 8 kleinere Bäume und im Vordergrund größere Bäume. Das kann ich aber nicht zählen. Sind eigentlich nur, ist nur ein Wald, also ziemlich grün. Zwei unterschiedliche Grüntöne, unten ein dunklerer, dann ein hellerer im Hintergrund. Also. Ja, so zwei Linien ist ein quasi. Bisschen heller, ja. Warte. Würde ich nicht sagen, nee. Ja, du hast wie vorne. Nicht, was du meinst. Oder vorne so eine Art See. Du guckst quasi so durch so eine Lichtung durch. Du hast so Baumkronen links, rechts und oben ein bisschen und du guckst da so durch und hast da noch kleinere Bäume. Auf die auf Hügeln stehen. Das sind, glaube ich, kleine Hügel oder irgendwelche Erdklumpen oder was weiß ich. Ah, okay. Ja, okay. Das ist, okay. Flügelohren ist herrlich. Wir machen das super. Dankeschön, Kitzimuk. Ist nicht so ganz einfach, aber ist schon gut so. So, dann haben wir das Bild ja fertig. Genau. Auch. Nächstes oben. So, das nächste ist quasi. Ach du Scheiße. Bei dem mittleren, der Bärentyp, den du eben eingesetzt hast, was hat denn der? Hat der eine braune Rüstung an oder eine. Was hat denn der für eine Rüstung an? Ist der in der Mitte braun? Warte. Also der ist, sagen wir mal so, der ist in der muss ist ziemlich braun, dünn sein. Gut, okay. Jetzt kommt nämlich genau derselbe, hat einen etwas längeren Bart und hat eine schwarze Rüstung an. Aber der genau derselbe Bärentyp. Ist das nicht sogar dasselbe, was wir auch letztes Mal hatten? Also. Guckt nach rechts. Er guckt nach rechts. Der hat ein bisschen längeren Bart. Gut, da gibt's hat einen, der hat eine Schwarz. Alles gut. Okay. Gut. Mich hat's gerade irritiert, weil alle, die dich angeguckt haben, haben nach links geguckt. Ja, okay, gut, drunter. Das ist ja da. Liegt eine Frau nach links mit blonden Haaren und hat einen Dolch und ist tot. Und roten Lippenstift. Okay. Frau links, Dolch. Versuch gerade ihr Gesichtsausdruck nachzumachen. Hat so ein Blut, was runterläuft vom Mund aus? Nee, vom Mund aus nicht. Am Dolch ist Blut. Ja, aber am Mund ist da nicht auch so das von dem unteren Punkt? Lippenstift.
Nee, da ist kein Blut, würde ich jetzt sagen. Gibt es noch eine Blende? Warte, ach doch, ach, ich war das. Oh, diese kleine, sag mal, also. Sorry. Ja, wow, dieser kleine Pixel, ja. Mm.